Bete für mich. Diese Worte höre ich in den letzten Wochen sehr häufig, wenn Freunde und Bekannte sich melden oder ich mich bei ihnen melde. Bete für mich und bete für meine Familie. Wie ist die Lage bei euch und wie geht es dir? Und am Ende der Gespräche ist es immer wieder mit dem gleichen Wort: Bete für mich und bete für meine Familie. Ich bin überzeugt, dass Gebet uns in Kontakt miteinander bringt. Gebet bringt uns auch in Kontakt mit Gott. Wer betet, kommt in Kontakt mit dem, der sich uns namentlich an unsere Seite gestellt hat. Gott, der Ich Bin da. Es ist dieser Gott, der sich in seinem Sohn namentlich an unsere Seite gestellt hat. Jeshua, Gott heilt, Gott rettet. Eine Gebetsweise, mit der wir mit Gott und miteinander in Verbindung kommen, ist das Jesusgebet, eine alte christliche Gebetstradition. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle gerne einige Punkte und Hinweise geben zu der Praxis des Jesusgebetes. Fang einfach an, den Namen Jesus langsam und aufmerksam auszusprechen. Wiederhole ihn achtsam in deinem Herzen, sanft und ruhig. Dieser Tipp und Hinweis stammt von einem griechischen Mönch. Wer dieses Gebet und Gebetsweise praktiziert, beginnt normalerweise damit, dass er sich einen Ort und eine Zeit wählt, wo und wie lange er dieses Gebet praktizieren möchte. 10 bis 20 Minuten genügt. Ich selber halte mich gerne an den Ratschlag: weniger und regelmäßig ist besser als selten und viel. Ignatius, der am Anfang der Exerzitien steht, empfiehlt dann in einem zweiten Schritt, sich auf das Gebet vorzubereiten. Ich bleibe kurz an dem Ort, wo ich beten möchte, stehen, nehme mich wahr, nehme wahr, wie ich Kontakt zum Boden habe und nehme meinen Körper wahr. In einem dritten Schritt kann ich dann an dem Platz, wo ich beten möchte, mich niederlassen. Das kann ein Meditationskissen sein, ein Stuhl oder ein Gebetsschemel. Dann kann ich meine Aufmerksamkeit auf meinen Atem richten und mich innerlich fragen: Wie atmet es in mir? Ich brauche meinen Atem nicht zu beobachten. Ich darf einfach nur wahrnehmen, wie es in mir atmet, meinen Lebensatem. Und wenn ich dann etwas ruhiger geworden bin, verbinde ich mit meinem Namen, mit meinem Atem, den Namen Jesus Christus. Ich spreche diesen Namen innerlich aufmerksam und achtsam. Beim Ausatmen kann ich Jesus sagen und beim Einatmen Christus. Und so binde ich meine Aufmerksamkeit an ihn, dessen Namen heißt: Gott heilt, Gott rettet. Am Ende meiner Gebetszeit schließe ich diese Zeit bewusst ab. Ich kann mit einem kurzen Gebet enden, mit einem Ehre sei dem Vater, mich dann verneigen und so dann bewusst aus der Gebetszeit wieder aussteigen. Wer diesen Weg des Jesusgebetes beschreitet, wird Schritt für Schritt von der Ich-Bezogenheit zu dem Du, dem großen Du Gottes, hingeführt. Er tritt mit diesem Du in Verbindung.
Und dieses Du tritt in Verbindung mit uns. Er nimmt Kontakt auf mit ihm und er, Gott, nimmt Kontakt auf mit uns. Und er gibt uns Anteil an dem, was er ist und wie er ist, nämlich wie er sich in seinem Sohn uns an die Seite gestellt hat, als der, der heilt. Gottes Gegenwart heilt. Das wünsche ich Ihnen, gerade in der jetzigen Zeit und im Zugehen auf Ostern, und das wünsche ich uns allen. Große Dinge werden durch die Wiederholung nicht langweilig. Nur das Belanglose braucht die ständige Abwechslung und muss schnell durch anderes ersetzt werden. Das Große wird größer, indem wir es wiederholen, und wir selbst werden reicher dabei und werden still und frei. Hier sitze ich neben dir, sagte Gott zu einem eifrigen Anhänger. Und du zerbrichst dir den Kopf weiter über mich, bemühst deine Zunge, um über mich zu reden, und Bücher, um über mich zu lesen. Wann wirst du endlich still und spürst mich?